Hallo Leute und willkommen zurück zu Sallys Salon. Ich bin gespannt, was für absurde und lustige Dinge uns heute erwarten. In Level 7, Pony, ein Sommermärchen. Heute zielen wir auf Kombos ab. Lasse so oft du kannst mehrere Kunden gleichzeitig zahlen, okay? Dürfte nicht so das Problem werden, glaube ich. Sie werden ja wohl kaum Overalls tragen, auf denen Mirage steht. Woher willst du das wissen? Vielleicht spioniere ich auch einfach nur gerne. Aha, ein Pärchen mit einem Baby. Könnte es noch offensichtlicher sein? Gib mir nicht diesen Fünferquatsch. Ich wette, dass du und diese sogenannte Kimberly es nicht einmal bis zum 2-Wochen-Jubiläum schaffen. Mädchen, ich habe keinen blassen Schimmer, warum dich das so interessiert, wen ich mit in meine Liebeshöhle nehme. Willst du dem lieben Onkel vielleicht dein Herzchen ausschütten? Ich schütte nichts aus. Also, wetten wir nun oder nicht? Maximal 2 Wochen, du und sie. Ich weiß ja nicht, sie wird bald die große 2,5 erreichen. Worüber redet man mit alten Leuten? Ich wusste es doch, du bist nichts weiter als ein Kurzzeitschützenjäger. Ich mag den aber irgendwie. Bruder, was ist ein Schützenjäger? Jemand, der gut mit Frauen umgehen kann. Wie kannst du es wagen? Die Wette gilt. Worum ging es nochmal? Leute, bitte, das mag euch jetzt überraschen, aber hier wird auch ab und zu gearbeitet. Wenn du und Kimberly innerhalb der nächsten 2 Wochen Schluss machen, übernimmst du 1 Monat lang all meine Schichten. Einschließlich der Fallenlernkurse für Senioren. Abgemacht. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne? Dann musst du auf dein Date gehen mit einer Person, die du total hasst. Oh, die kommen auch noch zusammen, die beiden. Oder aber er mit ihr. Hat jemand über mich gesprochen? Oh Mann, ey. Leute, die sind alle so merkwürdig hier. So, ich würde sagen, wir kaufen diesen wunderschönen Taschenständer, Garderobe, genau. So, und ich denke, dass hier die Herzen, da ist die Behandlung schneller. Das wird hoffentlich so in Ordnung sein. Okay, okay, also viele Kombos machen. Hole 3 Kassenkombos. Ach, nur 3? Ja, gut, das ist ja nicht so das Problem, oder? Für dich gibt es erstmal den Föhn, meine Liebe. Oh, sie wieder mega sauer. Hier setze ich mal da oben hin. Und was kann ich für dich tun? Ich kann dir die Haare kämmen. Und dich schicke ich hier hin. Und dann schneiden wir doch direkt mal. So. Na, komm schon. Und dich schicke ich da unten hin. Das macht dann hoffentlich der liebe François. Nee, doch nicht. Dann komme ich eben zu dir. Dann schnappe ich mir das hier. François ist ja anscheinend, oh, wo ist denn Karl? Da ist er. Nur fürs Waschen zuständig. So, dann machen wir das so, so, so. Dann könnte ich doch rein theoretisch... Ach nee, ich kann ja trotzdem ganz normale 5er-Kombos machen, oder? Also ich meine, so viele Leute werden ja wohl kommen, oder? Dass wir 3 davon hinbekommen? Sage ich jetzt einfach mal so. So, welche Haarfarbe bekommst du, meine Liebe? Oh, auch sehr schön. Steht dir auch sehr gut. Ja, oder soll ich... Komm, Leute, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele hier kommen. Dann mache ich doch lieber... Gehst du mal bitte da unten hin? Mache ich doch lieber jetzt die Kombo. So, François macht sich ans Werk und du kommst hier unten hin. Dann setze ich dich da auf den Stuhl. So, und du bekommst das Skeletteisen. Und du gehst hier unten hin, kann François schon mal die Haare waschen oder aber nicht. Und ich hole dir die Farbe, den Conditioner, keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht. So, dann massieren wir das Ganze ein oder spritzen es einfach nur drauf, keine Ahnung. Dann gehst du da oben hin. So, Hälfte des Tages ist schon rum und bei dir stelle ich nochmal die Haube an. Und du setzt dich hier hin. Endlich mal jemand, der einigermaßen zufrieden ist. So, du bekommst einen neuen... Moment, einen neuen Bartschnitt. Und du gehst hier hin. Was? Ich glaube, ich kassiere schon mal. Dann nehme ich auf dem Rückweg das hier mit. Du setzt dich bitte hier hin. Vielleicht kümmert sich François um dich. Nein, tut er nicht. Okay, dann kann ich gleich hier nochmal alles auffüllen und dann komme ich kurz zu dir. So, 1, 2, 3, 4. Ah, da warst du aber glücklich, meine Liebe, ne? Das freut mich. So, du setzt dich hier unten hin und du gehst hier hin. Dann werde ich das Ganze doch hier mal einschamponieren. Aber warum macht François das jetzt nicht mehr? Was macht er denn überhaupt da? Ich habe keine Ahnung. So, du bekommst einen neuen Haarschnitt oder Bartschnitt. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Bart wird geschnitten. Und dich schicke ich oben hin. Jetzt seid ihr da zu dritt. Wisst ihr was? Komm, ich kassiere einfach mal. Ach ja, ich muss ja... Natürlich, ich muss ja stehen bleiben. Klar, hatte ich jetzt total vergessen. Gut, dann kann ich jetzt auch noch auf sie warten. Ach,
das macht François, okay. Also im Endeffekt die ganz normale Haarwäsche, wenn man es denn so sagen kann. So, für dich ist dann einmal der Föhn. Und du setzt dich hier hin. So, ich glaube, ganz so viele dürfen jetzt auch nicht mehr kommen, oder? Vielleicht war sie hier sogar die Letzte. Ja, war sie sogar. Also, du gehst dahin, ich bringe dir das Shampoo. Ah, nee, Haarspray war es ja. So, hier wird einmal einschamponiert. Aber die wollen aber echt ganz schön viel, ne? Das ist für dich, meine Liebe. Und dann machen wir jetzt gleich unsere dritte Kombo hier. Ihr seid jetzt schon zu 5, ne? Dann kassiere ich mal eben. Schaffen wir es denn? 220? Ich denke schon, oder? Oh, ja, sehr gut. Supi, 3 Sterne erreicht. Ja. Und ich möchte schnell wissen, wie es weitergeht. Was für ein verrückter Tag. Ja, ich habe ein paar Sitzungen am Ruderergometer mit meinen beiden Lieblingsschwestern absolviert. A-Hörnchen und B-Hörnchen. Der ist durch. Das ging ganz schön ab. Jo, Finn, Kumpel, wie wär's, wenn du der Einsatz in der Wette wärst? Es könnte ein katastrophales Date auf dich warten. Abgefahren, aber jeder weiß doch, dass ich mich für Helen aufspare. Mir wird schlecht. Wenn ich gewinne, datest du Finn für einen ganzen Monat. Auf gar keinen Fall. Wieso gelten für dich nur 2 Wochen, aber für mich ein Monat? Frauen reifen schneller auf uns wahr. Was ist denn los, Helen? Sei kein Frosch. Quark, Quark. Die sind so auf Drogen hier. Wow, du bist echt gut. Kannst du auch Dodos nachmachen? Also gut, die Wette gilt, du sexy Depp. Pah, komm schon, Hellileinchen. Du brauchst doch keine Ausrede, um mich zu daten. Vergiss die Friendzone und spring in die Finnzone. 2 Wochen, mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag, 10 Gedichte, eine Kutschfahrt und 3 Gespräche über die Zukunft der Beziehung. 5 Gedichte und Fahrräder. Ein Tandemrad. Abgemacht. Boah, der Typ ist so ein Albtraum. Sie werden tolle Kinder haben. Nee, echt jetzt, ey. Dieser Kerl, ne? So, schnell weiter mit Level 8. Ich will Story mitbekommen. Entferne Haarsprays vom Tablett, um deine Produktentfernungsfertigkeiten zu testen. Was zur Hölle? Okay. Gerade als ich dachte, dass ich Sallys Geschichte doch einfach nur schön dahin plätschern würde. Oh, François, der Salon läuft einfach wunderbar. Und all das habe ich nur April zu verdanken. Ich sage es ja nicht gerne, aber das habe ich doch gleich gesagt. Hey, da ist ja April. Das ist ja komisch. Sie sagte doch, dass sie nach Hause gehen wollte. Oh, oh. April, juhu. Wer ist das? Das ist nur so eine Obdachlose, die mich ständig verfolgt. Ah, ich weiß, wovon du redest. Schrecklich. Wie läuft es denn so, Apes? Hey, tolle Neuigkeiten. Ich habe die Hälfte meines Burritos für dich bewahrt. Hm, ist wahrscheinlich doch in meiner Jeans vom Flohmarkt. Heute ist Waschtag und der Waschsalon in der Nähe meiner Einzimmerwohnung über dem Einkaufszentrum? Das ist eine meiner Aushilfen. Oh, du... April und ich sind doch beste Freunde, seitdem Jeansjacken zum ersten Mal in Mode waren. Was geht denn ab, ey? Wow, hat sich da jemand auf eine Ente gesetzt? Achso, falsche Stimme, hat sich da jemand auf eine Ente gesetzt? Was ist los? Wow, wenn du nicht der Zwillingsbruder von Christian Grey bist. Darf ich? Was zum... Wir Mädels teilen alles. Du benimmst dich also besser, mein Lieber. Ich komme total durcheinander mit den Stimmen. Oder vielleicht besser nicht. Wie betrunken kann sie denn sein? Das war ein alkoholfreier Cocktail. Wir, ich kenne sie überhaupt nicht. Sie hängt an mir wie eine Klette. Du kennst das ja, die Arbeiterklasse. Ach. Du kennst mich nicht? Das tust du ständig, seit unserer Kindheit. Sobald ich echte Freunde finde, ziehst du mich wieder runter. Verschwinde jetzt. Dank dir muss ich jetzt erstmal wieder Schadensbegrenzung betreiben. Das ist nicht nett. Oh, schau mal, er guckt auch ganz skeptisch, oder?
Oh. Och, arme Sally. Ausnahmsweise habe ich selbst keine Lust zu arbeiten. Oh, mach doch einfach den Sally-Schwurf. Dann ist vielleicht alles schon wieder besser. Ich weiß ja nicht, was bringt uns das hier? Nur die besten Produkte, mehr Zeit für schnelle Behandlungen. Okay, das kaufe ich doch direkt. So, ist denn hier immer noch... Entferne 6 Haarsprays vom Tablett. Ja, das kann ich doch. Pass mal auf, 1, 2, 3. Kann ich doch mal einfach so machen, oder? Dann stellen wir das an. 2, 3. In der Zwischenzeit füllen wir das wieder auf. Du setzt dich schon mal unten hin. Das nehme ich mit. Das ist... Hallo, das ist für dich, mein Lieber. Du setzt dich hier unten hin, habe ich gesagt. Und dann setzt du dich hier hin und dann schnappe ich mir direkt nochmal 3. Dann haben wir das nämlich relativ zügig fertig. Achso, er möchte auch direkt 1. Okay, dann bringe ich das erstmal zu dir. Das ist dann für dich. Ich habe dir eigentlich schon längst... Hä? Ich habe doch hier die Farbe gebracht. Was... Irgendwie... Also, irgendwie, nee. Karl ist auch irgendwo. Da oben ist Karl. Dich schicke ich mal dahin. Was fehlt jetzt noch? Der Föhn fehlt noch. So, dann komme ich zu dir. Du gehst dahin. Jetzt entferne ich erstmal die beiden hier. Dann kann ich da gleich erstmal wieder auffüllen. So, komm schon. Ich habe dich schon längst da oben hingeschickt, meine Liebe. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Warum das nicht immer so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, oh wow, du bekommst ja einen fesch neuen Haarschnitt. Nicht schlecht. Du gehst hier hin und dann... Ich habe dich auch schon längst angeklickt. Klicke ich irgendwie immer so oft daneben oder weiß ich nicht? Ist hier die... Der Bereich, in dem man klicken kann, irgendwie doch anders? Ich habe keine Ahnung. Oh, Moment. Das sah schon gut aus. So, du kommst nach oben und du kommst dahin. Dann muss ich noch ein Ding hier vom Tablett entfernen. Nehmen wir mal 2 mit. Das ist für dich. Ich habe dich schon 100-mal angeklickt. Du gehst hier hin. Das kommt weg und wir kassieren. Okay, das haben wir geschafft. Du gehst hier hin. Bei dir waschen wir die Haare. So, schnell tippen. Dann nehmen wir einmal die gelbe Farbe für dich. Du gehst oben hin. Ach, ich muss ja beim Kassieren stehen bleiben. Natürlich. Ja, Moment. So, ah, das sieht schick aus. Ja, das ist hier echt... Das ist echt ein bisschen anders. Aber gut, wir sind jetzt in der 3. Folge. Ich werde mich schon früher oder später hoffentlich daran gewöhnen. Auch, dass hier alles irgendwie schnell geht, dass alle total mies drauf sind. Klar, also die Punktzahl kriegt man immer hin. Das ist ganz cool. Aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh Mann, das klappt jetzt nicht und pipapo. So, Alte, beeil dich mal bitte. Jetzt möchtest du nämlich dahin. Dann kann er schon mal hier hin. Du setzt dich dahin. Wir holen den Föhn mit dem Aufsatz. Komme ich erst zu dir, dann zu dir. Nehme das mit für dich. Ja, und es erschwert das Ganze natürlich, dass die Zeit nicht stehen bleibt, ne? Obwohl man die Leute schon angeklickt hat. Also das ist echt ein wenig beschwerlich. Komm, wir füllen das mal kurz wieder auf. So, bei dir mache ich die Haube runter, dich setze ich dahin, dich setze ich hier hin. Für dich brauche ich das Glätteisen. Das ziehe ich jetzt auch erstmal komplett durch. So, das ist für dich, dann komme ich zu dir. Du gehst oben hin. So, wie viele seid ihr denn? Ihr seid erst 4, jetzt gleich erst 5. Dann komme ich kurz zu dir. Oh, welche Haarfarbe steht dir denn, mein Lieber? Ah, grau? Hä? Hatte er nicht grau von Anfang an? Sah das gerade so aus, aber gut. So, erstmal überall kassieren. Sehr schön, das nehmen wir mit. Das ist für dich, meine Liebe. Du setzt dich hier auf den Stuhl und bekommst das Glätteisen. So, du kannst dich schon mal da hinsetzen. Das nehmen wir mit. Bitte schön, dann komme ich zu dir zum Bürsten. So, dann bekommst du eine wunderschöne Welle, Beach Waves oder was auch immer du haben möchtest. Und dann hole ich nochmal den Föhn raus. Was kann ich für dich tun? Da muss ich nur die Haube runter machen. So, sehr schön. Punktzahl werden wir höchstwahrscheinlich auch erreichen. Juhu, 3 Sterne. Yippie. So, weiter geht's. Ich kann nur wiederholen, wie leid mir diese Unterbrechung tut. Hoffentlich kannst du mir vergeben. Wie gut kennst du diese Frau? Ihre Mutter war unsere Haushälterin. Ich dachte mir, vielleicht kann ich sie etwas fördern. Sie ist extrem... authentisch. Ganz genau. Ehrlich gesagt kann Sally sehr gut mit Kunden aus ihrer Einkommensklasse umgehen. Ich denke nicht, dass das die Kundengruppe ist, über die du dir momentan Sorgen machen solltest. Unser CEO hat mich darüber informiert, dass sie dein Wellness-Center persönlich prüfen will. Heimlich und bald. Oh, ich meine wunderbar.
Wie du weißt, bringt dich das einen Schritt näher zu einer Nominierung und das wiederum einen Schritt näher zu einer Beförderung. Und das wiederum einen Schritt näher zu einer Mitgliedschaft im Country Club. Ich fühle mich jetzt so geehrt, ich meine... Offensichtlich wird sie nicht positiv auf diese Sally-Person reagieren, das kann ich dir versichern. Also, ich kann sie nicht feuern, wir sind Fre- Ich meine, sie hat den Salon mitfinanziert. Ich könnte sie einfach umbringen. Das war ein Scherz. Darüber scherzt man nicht, wenn dir das Rückgrat fehlt, die Angelegenheit ein für alle Mal zu regeln. Mit Verlaub, aber Sally ist die Cheffriseurin. Dann ist es doch ganz einfach, versetz sie. Vielleicht kündigt sie ja dann von selbst. Du willst doch diesen Mirage-Stern, oder? Ja. Ja, was, meine Liebe? Ja, Meisterin, ich meine Mama, ich meine Ma'am, ich meine... So gefällt mir das. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich bin der Bronzepreis bei einer Fuchsjagd der Führungsetage. Eieiei, ey. Mann, 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 die haben doch alle hier zu viel Haarfarbe geschnüffelt. Der Herr der Ansätze. Was in aller Welt ist im Salon passiert? Bitte einmal wischen im Gang, Sally. Sally, ich, wollte mich entschuldigen wegen gestern. Niemand sollte eine Freundin so behandeln und vielleicht habe ich mich ja auch nicht richtig verhalten. Ich mache mir nur so viel Sorgen wegen des Mirage-Sterns und... Ich kann mich selbst nicht leiden, wenn ich mit diesen Leuten zusammen bin. Ist schon in Ordnung, April. Ach, Sally, du bist so ein guter Mensch, ne? Du stehst unter viel Druck und machst dir Sorgen um die Investition, so wie gute Freunde das nun einmal tun. Danke, Sally. Ich rede und verhalte mich vielleicht anders, wenn ich mit diesen Leuten zusammen bin, aber das bin ich nicht wirklich. Ich werde dich für immer unterstützen und für dich da sein. Ich weiß, dass du das wirst. Sally, Schatz, vielleicht wäre es das Beste, wenn du dich etwas zurückziehen würdest und überlässt jemand anderem die Stelle als Cheffriseurin. Nur bis die Prüfung vorbei ist, nur das Beste für den Salon, nicht wahr? Natürlich, was auch immer das Beste ist. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, meine Liebe. Ciao, mi palasson, keine Ahnung. Aber Sally, das geht doch nicht. Hat sie das überhaupt verstanden? Hat sie überhaupt gecheckt, was die April da jetzt gesagt hat? Wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? Das ist aber auch eine miese Zicke. Und das wird... Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Muss ich das anklicken? Okay, das wird auch jetzt nicht das einzige Mal gewesen sein, dass sie so fies war. Da kommt bestimmt noch was. So, das hier, das hier, das hier. Du gehst dahin, du gehst dahin. Wie viele Sachen fehlen mir noch? 2 Stück, okay. Das Problem ist, ich sehe aber gerade gar nichts. Da schneiden wir nochmal. Also, 2 Sachen fehlen mir noch. 2 Sachen fehlen mir noch. Ich habe keine Ahnung. Du gehst erstmal... Nein, du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Dann föhnen wir. Dann kann... Nee, doch nicht. Ich dachte, François kann waschen. Ich muss waschen. Ja, Leute, wie soll ich denn in der Zeit hier noch 2 schmutzige Sachen finden? Da unten ist Nummer 1. Karl ist irgendwo. Ich habe ihn gehört, aber ich sehe ihn gerade nicht. Du kommst hier hin. Ach, ich wollte... Leute, stimmt, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt und habe es nicht gemacht. Ich habe eigentlich schon das Ding hier angeklickt, aber ist egal. Ich wollte nachschauen, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir eigentlich spielen, weil mir das unfassbar schwer vorkommt. Ich habe am Anfang nichts ausgewählt, von daher keine Ahnung. Ja, also, Karl fehlt mir noch. Oh Gott, jetzt ist auch noch immer hier das Glätteisen. Karl fehlt mir noch und eine... Ah, nee, doch nicht. Habe ich jetzt doch alles gefunden, die ganzen dreckigen Stellen, das ist natürlich großartig. Dann will ich nichts gesagt haben. So, dich schicke ich dahin, du gehst oben hin, dann bekommst du einmal den Föhn von mir und da ziehen wir einmal die Haube runter. Karl, mein Lieber, jetzt darfst du gerne wieder auftauchen, jetzt ist gerade nicht ganz so viel los. Da bist du auch schon, sehr gut. Hätten wir das auch. So, du gehst hier hin, du gehst da unten hin und du bekommst die rote Farbe, bitteschön. Oh, das sah doch schon gut aus. So, dann komme ich zu dir nach unten und behandle dich hier super schnell. Das ist doch schön.
möchtest jetzt wahrscheinlich noch da oben hin, oder? Erstmal kommst du da hin, dann kommst du hier hin. Und was kann ich für euch tun? Zweimal Haarspray, bitteschön, bitteschön. Dann kann ich gleich auch direkt wieder auffüllen. Oh, wie happy die aber dann sind, ne? Kommen halt alle total wütend rein, aber gehen zufrieden raus. So sollte es doch sein. Und wisst ihr, was mir gerade zum allerersten Mal auffällt in diesen Spielen? Und zwar ist das, oh Gott, Moment, ich setze dich erstmal dahin, ist das die Figur von dieser Dame hier, die mal nicht super schlank ist, so wie alle anderen immer. Wir hatten bis jetzt etwas fülligere Männer, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau in welchem Spiel. Und die älteren Damen sind auch immer so ein bisschen fülliger dargestellt. Aber ich muss sagen, das finde ich immer gut. Es ist immerhin nicht jeder so gärtenschlank wie die liebe Sally. So, das bringe ich dir, dann komme ich zu dir, da schamponieren wir dir die Haare ein. Du setzt dich nach oben, du kommst hier vorne hin. Was kann ich für dich tun? Du siehst nämlich gar nicht zufrieden aus, meine Liebe. So, du kommst hier hin und einmal den Föhn. Dann könnte ich doch gleich die Farbe auf den Weg mitnehmen. Und du setzt dich hier unten in den Stuhl. Oh, Moment, das sah schon gut aus. Naja, nicht wirklich. Grün sieht nicht wirklich schön aus, aber okay. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Machen wir einen neuen Bartschnitt? Oh, wir machen beides. Haare und Bart. Okay, okay. Dann komme ich zu dir und dann gehe ich nochmal schnell nach oben. Dann kann ich jetzt hier kassieren. Ich denke, die beiden sind jetzt nicht fertig. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber gut, dann geht sie wenigstens noch mit. Oder? Geht sie noch mit durch als Kombo? Oh, sehr schön. Gut, gut. So, meine Liebe, das hier ist für dich. So. Bist du fertig? Sehr gut. 300 Punkte. Juhu, 309 Punkte. Und eine Errungenschaft. Oh, Mirage Azubi. Verdiene 2,5 Sterne. Oder statt jetzt 25 Sterne. Keine Ahnung. Tut mir leid, dass die fünfte Flasche mit grüner Hafer, die ich diese Woche fallen gelassen habe. Bist du gestern Nacht hier gewesen? Ich nicht. Und ich habe auch überhaupt nicht von Messern geträumt. Oh. Und hier wäre dann der Salon. Oder wie wir gerne sagen, herein spaziert. Statt herein, kapiert? Olivia? Wow. Vielleicht kommen wir später wieder. Ich bin Sally, Cheffriseurin. Und das ist... Der Geist der Friseursalon-Vergangenheit. Das wäre es fürs Erste. Ich kann es kaum erwarten, hier anzufangen. Ah, okay. Oh, die Arme. Ich kann nicht glauben, dass sie mir das antut. Sie weiß doch, dass ich mein eigenes Leben führen will. Ach, du siehst wie eine kleine verbitterte Erbsenschote aus. Sie versucht mich immer in allem zu übertrumpfen. Ich trete einem Buchclub bei, sie gründet eine Theater-AG. Mir wurden die Mandeln rausgenommen, sie hat sich den Arm gebrochen. Und jetzt das? Sie muss lernen, dass ihr Neid nicht steht. Wenn es ein Trost ist, dieses Färbemittel ist nur mäßig giftig. Ja, echt, also ich habe nach wie vor das Gefühl, die Dialoge sind irgendwie krass merkwürdig, oder? Und was mich jetzt mal interessieren würde... Ach so, ab hier sind wir dann tatsächlich in... Level 2, wisst ihr was, wir machen jetzt Level 10 noch. Das Erwachen des Bauernzopfs. Hol dir goldene Kombos. Lasse so oft du kannst mehrere goldene Kunden gleichzeitig zahlen, okay? Kommt schnell! April hält ein Sondermeeting ab. Ich habe gar nicht so viel Stimmen, hier sind so viele Leute. Daher werden wir ab jetzt die Handtücher nicht mehr mit heißen Kohlen wärmen. Noch einmal unser Beileid für die Familien der Opfer. Und zum Abschluss etwas Erfreuliches. Wir werden als einer der Kandidaten für den Mirage-Stern jetzt offiziell bewertet. Fünfer. Ich habe gehört, dass es eine Ehre ist, nominiert zu werden. Das liegt daran, weil du noch nie etwas gewonnen hast. Nur meine Freiheit von dir. Wir haben es geschafft. Du meinst, dass unsere Arbeit von uninteressierten Führungskräften bewertet wird? Genau. Wupp, 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 wupp. Entschuldigung, ich dachte, dass ich eine Welle starte. Wie ich und nicht Sally gerade sagte,
wäre dieser Erfolg ohne die Beiträge der meisten von euch nicht möglich gewesen. Allerdings gibt es eine Person unter euch, deren Integrität in den letzten Jahren einfach alles für mich bedeutet hat. Einen Riesenapplaus bitte für meine beste Freundin seit Kindertagen. Helen. Boah, wie mies. Ach du meine Güte, ich kann das nicht glauben. Applaus, hallo? Oh, Sally. Lass uns hier verschwinden. Och, oh, sie tut mir so leid. So, 425. Würde ich sagen, kaufen wir doch direkt die bessere Kasse. Und da haben wir jetzt die Herzen. Wir könnten... wir haben 3 Stühle. Obwohl, ich glaube, das ist schon in Ordnung. So. Ach ja, wie ist das? Haben wir jetzt hier... Okay, 3 ist immer noch das Maximum. Und ich muss wieder nur 3 Kombos holen? Kassenkombos? Das ist ja easy. So, du gehst hier hin, dann mache ich direkt bei dir weiter, mein Lieber. Das regelt ja der gute François. So, da sind die beiden schon fertig. Ach, wunderbar. Oder steht da noch irgendwas anderes? Moment mal, kann ich das nicht nochmal anklicken? Hole Kassenkombos mit... Ach so, mit 3 goldenen Kunden. Alles klar. Müssen das dann wirklich genau 3 sein? Oder können es auch mehr sein? Ich kassiere lieber. Damit ich das auf jeden Fall schon mal richtig mache. So, du kommst hier hin. Ich glaube, dann kann ich auch direkt zu dir kommen und da die Haube nach unten ziehen. Oder die Haube anmachen, wie auch immer. Dann kommst du hier auf den Stuhl. Und es verwundert mich, hallo Karl, dass gerade so super wenig hier los ist. So, Karl haben wir auch. Sehr schön. Ah, da kommen schon die Nächsten. Ich dachte schon, das kann ja hier nicht so einfach weitergehen. Was möchtest du? Du möchtest Haarspray. Okay, dann machen wir da eine Kombo. Ah, das sieht doch nett aus. Und dann komme ich nochmal zu dir. So, dann hätten wir da gleich wieder 3. Du gehst hier unten hin. Und dann bringe ich dir das hier. Aber ich werde vorher auf jeden Fall noch kassieren. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Du setzt dich unten hin. Moment. Hier erstmal das Shampoo drauf. So, also du setzt dich nach unten. Du bist jetzt hoffentlich gleich fertig. Du gehst hier in den Stuhl. Du gehst dahin. Dann kannst du nämlich hier hin. Dann holen wir einmal die gelbe Farbe. Ich hatte dich eigentlich angeklickt, meine Liebe, dass du dich da unten hinsetzt. Aber irgendwie wolltest du es nicht tun. Und du gehst da oben hin. Sag mal, du gehst oben hin. Du gehst dahin. Schon 100 Mal angeklickt. Aber irgendwie haben die hier nicht wirklich Bock, ne? Kann das sein? So, dann komme ich ganz schnell zu dir. Du gehst hier hin. Du musst jetzt ein Momentchen warten. Komm ich erstmal zu dir. Dich setze ich nach unten. So, jetzt kannst du hier in den Stuhl. Du kannst da in den Stuhl. Habe ich gerade gesagt. Es ist ja so wenig los. Dann stelle ich das hier an. Das ist für dich. Du kommst hier hin. Du kommst unten hin. Oh, komm schon, das nehmen wir mit. Und ich glaube, ich kassiere mal eben, damit ich das auf jeden Fall... Jetzt sind es 4. Ich bin gespannt, ob es trotzdem hinhaut. Also, ob es mindestens... Oh nein! Oh nein, es sind mindestens... Also, nicht mindestens... Nee, doch nicht. Hä? Hat jetzt doch gepasst? Egal. Egal, Hauptsache, wir haben es. Passt schon. So, du... Ich hab dich... Ich... Ach so, ich mache gerade Minispiel. Ja, deshalb geht's auch nicht. Ich habe euch nämlich schon 80 Mal hier angeklickt, habe ich das Gefühl. Geht vielleicht meine Maus kaputt? Könnte natürlich auch sein, ne? Ist das irgendwie... Keine Ahnung, das Klicken nicht mehr so wirklich annimmt, weil dann würde ich das auch so merken, also nicht im Spiel. Und das ist eigentlich nicht besonders auffällig, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du gehst hier hin, dann komme ich zu dir. Ich merke nur, dass es ein bisschen nervig ist. Ah, oh, oh. So, ein schicker neuer Haarschnitt für dich. Du kommst hier in den Stuhl, dann machen wir das hier an. In der Zwischenzeit kann ich mal eben abkassieren. Wow, dann haben wir aber heute eine lange Folge, ne? Vor allem, weil gleich bestimmt noch super viel Story kommt. Ist ja meistens so Abschluss des Kapitels und so. Kommt ja meistens nochmal recht viel Gequatsche. Aber ich finde die Story auch irgendwie witzig. Die reden zwar so ein Unfug, irgendwie habe ich das Gefühl, die Dialoge passen auch manchmal nicht zusammen und das ist alles so ein Quatsch, aber naja. Das macht sie auch irgendwie lustig. So könnte der Tag zwar vorbei sein. Das hier ist für dich. Ja gut, ihr könnt da noch ein bisschen stehen bleiben. Ich fülle nochmal auf, falls gleich noch jemand Haarspray möchte. Das ist jetzt natürlich nochmal den Föhn. Bitte schön, du gehst hier unten hin. François, kannst du was machen? Ach, sehr gut. So, dann kommst du hier in den Stuhl. Es kommt noch jemand. Was ist denn hier los? Also bitte. Wir müssen nochmal bald hier Feierabend haben. So, du bekommst das Haargel. Und du bekommst das Haarspray, mein Lieber. Da kommt direkt die nächste und du gehst hier hin. Warum hast du das Haarspray nicht geholt? Ich habe es angeklickt. Ich weiß es nicht. Es ist kein Platz mehr frei. Ich brauche einmal...
das Glätteisen. So, jetzt gehst du dahin und Glätteisen ist fertig. Und warum zur Hölle ist jetzt hier so ein Stress? Ich weiß es nicht. Komm zu dir, ich komm zu dir. So, dann komme ich nach unten. Ich muss kassieren, sonst kann ich die anderen nicht hinsetzen. Es geht sonst nicht so schnell. Hier, ich habe schon 100 Mal angeklickt, meine liebe Sally. Also wirklich jetzt. So, was wollt ihr? Du willst den Haarschnitt, du willst die gelbe Farbe. Dann komme ich erst zu dir, dann zu dir. Was ist das schon? Ja, das war's schon. Okay. So, Bart und Haare ab. Na, komm schon. Und du kommst hier in den Stuhl, dann hole ich nochmal fix das Gel. Und ich glaube, dann komme ich eben schnell bei dir vorbei und dann bei dir. So, das war's aber jetzt hoffentlich, ne? Nicht, dass er da noch was will. Nein. Oh, sehr gut. So, tschüsschen. 386 Punkte. Yay, eine Errungenschaft. Happy Will ist nicht so happy. Ja, das stimmt allerdings. Kann ich jetzt hier mal weiterklicken? Dankeschön. Sally, kann ich dich kurz sprechen? Was? Kein Luftküsschen? Ich will mir meinen Lippenstift nicht ruinieren. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatten wir besprochen, dass du dich etwas zurückziehst. Von allem. Aber April, ich bin die Cheffriseurin. Ich bin mir sicher, dass du es nur gut meinst, aber wichtige Leute werden vorbeikommen. Du verstehst das doch. Soll ich mich etwa die nächsten 6 Wochen im Wäscheraum verstecken? Natürlich nicht, meine Liebe. Sie wollen vielleicht die Wäsche inspizieren. April, ich habe für diesen Salon bezahlt, das Personal eingestellt, Rezepturen für die Shampoos entwickelt. Sally, es dreht sich nicht immer alles nur um dich. April, ich kann uns helfen, den Stern zu gewinnen. Sag mir nur, was ich tun muss. Oh, Sally, du verstehst es immer noch nicht, nicht wahr? Ich brauche von niemandem Hilfe, um den Stern zu gewinnen. Du wärst der einzige Grund, warum ich verlieren würde. Denkst du das wirklich? Ich will ja nur ehrlich mit dir sein. Das ist mehr, als was diese François-Person tut. Bitte, nur keine Hemmung. April, ich denke nicht, dass du eine nette Person bist. Vorsicht, Sally. Und du bist eine miserable Freundin. Nun, dann ist es nur zu dumm, dass du unseren Vertrag nicht genau gelesen hast. Ich habe das Recht, jedem Mitarbeiter den Zutritt zum Salon zu verbieten, wenn ich das will. Du willst mich aus meinem eigenen Salon sperren? Noch viel besser, ich werde ihn schließen, für immer. Boah. Okay, das ist passiert. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Leute, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal geht es in den Beauty-Salon und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.